So Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiß. Und warum ich jetzt hier im alten Palast bin, liegt daran, weil ich noch ein paar TMs holen wollte. Ich muss erstmal das hier an, das ist nämlich TM30 Spukball, was ich mir nochmal holen wollte. Und das geben wir jetzt nämlich sofort Zytomega und Skelabra, die wir beide im letzten Part bekommen haben. Weil wir brauchen nämlich bessere Attacken, um überhaupt überleben zu können. Eigentlich bräuchte ich noch Energieball, aber das kriegen wir leider nicht mehr in diesen. Also kriegen wir leider nicht mehr vor dem Story-Finale. Weil das, ja, das ist halt in diesen Routen. Kriegt man nur diesen Routen, wo wir nicht mehr hingehen werden, die man erst nach der Liga betreten kann. Und hier machen wir. Ja, Kraftkraft. Ja, Lichtschild. Oder brauche ich den? Obwohl, ja doch, den Lichtschild will ich noch besser drin haben. Nein. Ja, komm, die Genesung muss nicht sein. Wenn, ich habe noch Tränke. Sonst Feuersturm haben wir. Sonst haben wir es auch nichts Besonderes mehr, was wir sonst noch beibringen könnten. So geht es noch mal viel schneller. Aber ich wollte eigentlich in die TM-Tasche. Naja, Schaufler. Sonst Erdbeben wäre noch episch, aber kriegen wir leider auch nicht. Na gut, dann schneide ich noch mal kurz, weil ich dann nämlich noch eine weitere TM holen möchte. Bis gleich. Ja, die zweite TM, die ich mir noch holen wollte, ist diese hier. TM52 Fokusstoß. Hier wollen wir nämlich auch noch mal Chromosom geben. Und jetzt, wenn ihr euch fragt, wo ich gerade bin, ich bin in der Grundwassersenke. Da kommt man ja noch surfen und dann geht es noch in eine untere Etage, in der man eigentlich Blitz braucht. Da bin ich jetzt ein bisschen blind jetzt durchgegangen. Ich habe auch dabei ein bisschen trainiert. Und ja, hier machen wir Kraftreserve dann weg. Also der ist jetzt nämlich komplett fertig mit seinem Moveset. Die anderen auch so ziemlich. Die letzten paar TMs, die kriegen wir noch in der Siegerstraße. Und zwar, wenn man nämlich dann da runter geht, dann kann man da surfen. Das ist so komplett im Norden eigentlich. Jetzt waren noch ein paar Trainer, die habe ich jetzt aber schon besiegt. Und ja, und jetzt, dass ich jetzt schon das alles so offscreen jetzt gemacht habe, jetzt da einfach jetzt einen neuen Ort erkundet habe und sowas, liegt jetzt einfach daran, ich wollte, ganz ehrlich, ich wollte es euch nicht antun. Denn die waren ja auch teilweise ein bisschen unterlevelt. Na gut, ein bisschen im Training konnten wir noch machen. Taubart Level 40 erreicht und 9001 Volt Level 36. Aber trotzdem, mir war es jetzt einfach lieber, dass ich wollte sie nicht den ganzen Part dafür opfern. Ja, und ich will es auch nicht schnell machen, aber ich wollte das Projekt jetzt auch nicht so lange ziehen lassen. Weil, ja. Jetzt mal ehrlich, das Spiel. Ich habe Oktober mit diesem Projekt angefangen, jetzt haben wir Juni und es ist immer noch nicht fertig. Und ich vermute mal, es werden jetzt noch 8 Parts sein, 7, 8 Parts, vielleicht sogar weniger, je nachdem wie schnell wir sind, wie schnell ich bin. Und ich wollte einfach nicht euch da noch mehr das antun, weil dieses Kämpfe jetzt auch noch gegen so Unterlevelte, ich hätte jetzt auch kein Thema gehabt. Aber machen wir mal in der Story jetzt weiter. Es ist nicht mehr weit. Jetzt sag mal, ich das, was wir schon vor 2 Parts hätten machen sollen. Hier ist es. Nämlich zu Lysandra gehen und uns die Legende anhören. Zeit für eine kleine Geschichtsstunde. Wie ich sehe, hast du den Dunkelstein bei dir. Aus dem Dunkelstein wird Zekom erwachen. Zekom und Referam. Was bereits unter uns weilt, waren ursprünglich ein und dasselbe Pokémon. Dieses einzigartige Drachen-Pokémon hatte zusammen mit den Zwillingshelden ein neues Land erschaffen. Da finde ich ja auch interessant, also ist ja so, die waren ja ein Pokémon, die sind dann ja getrennt worden und Kyurem ist ja auch noch dabei entstanden. Kyurem werden wir leider auch nicht mehr treffen. Kyurem ist ja so ein Art Überrest noch, der, ja, der die beiden praktisch noch verbinden, ja, so ein Bindestück ist das ja praktisch. Und in Schwarz und Weiß Weibern ist ja so, man konnte ja die beiden mit jeweils einem Teil von Kyurem immer so fusionieren. Also da kam ja Schwarz und das weiße Kyurem raus. Und geil wäre es jetzt, wenn
Es wäre interessant, wenn am Ende das ursprüngliche Pokémon rauskäme, wenn man Reshiram, Seekrom und Kyurem miteinander fusionieren würde. Also das würde mich interessieren, wie das ursprüngliche Pokémon dann wäre. Naja, vielleicht kommt das doch, vielleicht kommt das ja auch noch in Generation 6 oder 7. Vielleicht, bestimmt kommt das auch noch irgendwann. In dem Menschen und Pokémon den Frieden. Achso, der Satz war noch gar nicht zu Ende, sorry. Eigentlich unterbreche ich ja ungern mitten im Satz. Ich dachte, der Satz wäre nämlich zu Ende. Doch eines Tages entbrannte zwischen den Zwillingen ein Streit darüber, wer von den beiden recht sei. Der ältere, der auf Wirklichkeit pochende Bruder oder der jüngere, vom Wunsch beseelte Bruder. Der Bruder. Der Drache, der den Zwillingshelden immer treu gefolgt war, spaltete sich daraufhin in zwei Drachen. Der eine schloss sich dem älteren, der andere dem jüngeren Bruder an. Reshiram, der weiße Drache, der nach der Wirklichkeit strebt und uns in eine Welt, in eine neue Welt der Klarheit führt. Seekrom, der schwarze Drache, der dem Wunsch folgt und uns in eine neue Welt der Hoffnung führt. Da die beiden Drachen ursprünglich eins waren, tobte der Kampf hin und her, aber eine Entscheidung war nicht in Sicht. Schließlich wurden die zwei müde. Auch die Zwillingshelden erkannten irgendwann, dass nicht nur einer von ihnen recht haben könne, und so wurde der Konflikt endlich beigelegt. Jedoch gruben die Söhne der Helden einen Kriegsbeil wieder aus. Ein Wutausbruch folgend legten Reshiram und Seekrom daraufhin ein All mit Flammen und Blitzen in Schutt und Asche und waren nicht mehr gesehen. Ach, das kann sein, vielleicht. Ja, N kann vielleicht Druck machen. Er kann ja sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht eure Pokémon freilasst, lege ich wieder alles in Schutt und Asche. Ja, das kommt vielleicht dahinter stecken. Das ist. Ja, das. Ja, weil G's jetzt meint vielleicht deswegen, dass sie deswegen also Respekt vor dem haben sollten und tun sollen, was er verlangt. Das kann Sinn machen. Die Pokémon hätten etwas derartiges aber niemals getan, wären sie angehört und mit Respekt behandelt worden. Genau, sowas nennt man nämlich Erziehung. Wenn man richtig erzogen ist, dann macht man auch keine Scheiße. Schließlich hatten Reshiram und Seekrom einst ein neues Land erschaffen. Du hast recht. Pokémon können nun nicht meinen. Können nun nicht sprechen. Aus diesem Grund projizieren wir unsere eigenen Gedanken auf sie und erwarten manchmal vielleicht Dinge von ihnen, die ihre Gefühle verletzen können. Und dennoch, Pokémon und Menschen vertrauen und brauchen einander. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. So ist es und nicht anders. Und daher kann ich auch nicht dulden, dass Team Plasma versucht, uns und unsere Pokémon auseinanderzubringen. Entschuldigung, aber wir sind etwas abgeschweift. Aber das ist alles, was wir wissen. Leider ist uns nicht bekannt, wie man das legendäre Drachen-Pokémon erwecken kann. Oh, ja. Du musst dir das Versprechen einlösen, das du Lauro gegeben hast. Du musst dir ja noch deinen Orden aus der Arena von Twindrake City holen. Ilia. Tritt in der Arena gegen Gary an. Jawohl. Damit du Bescheid weißt, ich bin genauso stark wie Lysander. Weil die auch die gleichen Pokémon haben und das gleiche Level, nur das Geschlecht unterscheidet sich bei den Pokémon. Ist tatsächlich so. Und was gibt's hier noch so? Ich bin Lilias Trainerin. Dabei war Lilia eigentlich schon immer stärker als ich. Abnehmen leicht gemacht. Machst du dir Sorgen über das Gewicht eines Pokémon? Gib ihm das hier mit. Leichtstein. Trägt ein Pokémon, ja, da halbiert sich das Gewicht, dann ist es halt von so Attacken wie Fußklicken und was dann nicht mehr so betroffen. Ich habe da ein Item, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Möchtest du es haben? Also so ist, der Leichtstein ist eigentlich ziemlich schwach. Okay, Zielscheibe ist auch lame. Aber beim Kartenspiel ist die Karte ziemlich geil dafür. Ja, das ist nämlich mal, ja, wenn man... Zum Beispiel, ich sag mal, es gibt nur einem normalen Pokémon eine Zielscheibe, dann kann es von Geistattacken getroffen werden. Aber, und da kann man das natürlich mit Trickbetrug kombinieren, dass der Gegner dann keine Resistenzen dann mehr hat. Also, dass man ihn mit allen da treffen kann, dass er keine Wirkungslosigkeit mehr hat. Aber jetzt mal ehrlich, wann kommt mal eine Situation, wo man das braucht? Muss ich jetzt überhaupt heilen gehen? Naja, auf jeden Fall, wir haben dann erfahren, wir kämpfen dann nun also gegen Lilia in der Arena, in die wir jetzt auch endlich rein können. Ja, die Arena werden wir jetzt auch noch in diesem Part machen. Ob wir auch schon Lilia bekämpfen, kommt darauf an, wie lange wir jetzt dafür brauchen.
Aber das sollte eigentlich schon einzurichten sein. Obwohl, andererseits, da sind auch sehr viele Trainer, glaube ich. Könnte knapp werden. Und wen... Ja, komm, wir lassen das mal Taube ein bisschen vorne. Und geil aussehen tut die Arena ja schon, das muss man ja mal sagen. Schutz wirkt nicht mehr. Und der Guido, der gibt uns wieder ein Tafelwasser. Man könnte auch schon erkennen, was für Pokémon hier eingesetzt werden. Also ich will jetzt mal was über den Aufbau dieser Arena erzählen. Rücken, Hals und Kopf des Drachen dienen dir als Zugangswege. Diese verschieben sich, wenn du auf die Schalter an seinen Arm trittst. Achte darauf, dass du den Kopf des Drachen bewegst. Ja, und man sieht schon, das ist jetzt eine Drachenarena mit haufenweise Ass-Trainer, die leider alle die gleichen Pokémon haben. Und war kaum Variation jetzt, weil es ja nicht so viele unterschiedliche Drachen gibt und die setzen ja keine internationalen Pokémon ein. Und da kommt auch schon Scharfax direkt als erstes. Da machen wir jetzt einfach mal Fliegen. Ach Mist, der, ja. Ich habe jetzt gedacht, er macht vielleicht irgendwas, das, ja, dass der umsonst angreift, aber das macht er doch noch einen Drachentanz. Deswegen muss ich hoffen, dass er jetzt auch stirbt. Aber das tut er leider nicht, aber er macht jetzt nochmal einen Drachentanz und ich hoffe, dass Ruckzuckhieb den jetzt killt. Hat mich sogar im letzten Part die gleiche Situation gehabt mit Scharfax? Ja, ne? Aber diesmal ist mir ein bisschen stärker, aber es reicht trotzdem nicht aus. Unser Power Level ist immer noch zu niedrig. Aber dafür, obwohl, nee, der ist schneller. Der ist ja viel schneller als 9001 Volt. Hier wird dann die Ehre zuteil ihm hier. Und da mache ich jetzt einfach mal Knirscher. Verhöhner wird ihm nicht viel bringen. Das ist vielleicht lieber irgendwas machen sollen, was mich viel abzieht. Aber war eben dein Fehler. Und damit war es auch schon. Aber gute EP gibt es schon, das muss ich ja mal sagen. Ich mache jetzt mal Pikmin nach vorne, den. Obwohl, nicht der jetzt schon so stark. Die anderen müssen ja auch noch ein bisschen nachziehen. Also, so ist die Arena auch verdammt riesig. Und auch, und hier will ich auch nicht runterfallen. Auf keinen Fall. Ach, genau, und da kann ich. Ja, jetzt muss ich erstmal hier drauf. Und okay, hier kann man noch nicht weiter. Aber da links müssen wir dann drauf, damit wir auch wieder auf den Drachen kommen. Also eine Sache mal kurz, ich mache mal kurz mein Google Chrome zu, weil ja, so, weil sonst kommt auf einmal wieder hier, wenn ich mal eine Mail bekommen sollte, dann kommt nämlich sonst dann wieder dieses Geräusch und das will ich jetzt nicht. Ja, da machen wir einfach mal wieder Knirscher. Hausbruch habe ich bisher auch noch gar nicht benutzt. Kam noch gar nicht dazu. Werden, aber vielleicht werde ich auch im Arena-Kampf damit ein bisschen rumsweepen. Oder, ach stimmt, der ist auch zum Unlicht, ganz vergessen. Das ist der Drache Unlicht. Dann eben Katapult. Oh. Das ist lame. Aber trotzdem stirbt er natürlich. Und 555 EP. Also was ich auch noch sagen kann, ist das Problem, wenn du jetzt Zapdos den nämlich weiterentwickelt zum Zapdos-Leg, das wird nicht viel bringen, ihm sofort den Donnerstein zu geben. Weil als Zapdos-Rang erlernt er nämlich keine neuen Attacken mehr und nur als Zapdos-Leg erlernt er sehr viele Attacken. Das ist auch so ein kleines Problem. Da muss man wirklich überlegen, was für Kompromisse man da eingeht. Jetzt habe ich dummerweise nicht geguckt, wann der was erlernt. Und da kommen wir natürlich den nach vorne. Machen wir dann den nächsten Kampf. Und was ich sonst noch sagen kann, ich habe ja... Genau, darüber kann ich ja jetzt mal reden. Und zwar, ich habe ja schon mal auch über Pokémon X und Y geredet, allerdings mit einer echt etwas schlechteren Einstellung wegen diesem Mewtwo-Viech. Da habe ich erstmal Angst gehabt, dass dass sie sich das Konzept ändern, wenn die schon Sachen aus der ersten Generation nehmen und die auch noch verändern.
Doch, jetzt habe ich da so ein paar neue News rausgefunden, einen neuen Trailer gesehen und neue Pokémon. Und ich muss ja irgendwie sagen, ich habe mich irgendwie doch irgendwie... Also ich wollte mich irgendwie mit dem Mewtwo doch anfreunden letztendlich. So, Humomilch. Und jetzt auch die neuen Pokémon, da gab es jetzt auch nochmal vier neue. Die gefallen mir eigentlich auch alle sehr. Vor allem Chevrum gefällt mir sehr. Das ist dieser Pflanzenbüffel, auf dem man ja sogar reiten kann, was ich auch noch sehr interessant finde. Oh, scheiße. Also zum Beispiel, das fand ich schon mal auch cool eigentlich. Dann auch so grafisch sowieso wird Wiffle eine Wucht sein. Weil die haben ja versprochen, dass die ja alles aus dem 3DS rausholen wollen, was nur geht. Und nun ja, und dieses Spiel wird dann ja halt das Ergebnis dann ja auch sein. Vom Chromosom. Weil der Witz natürlich, jetzt hat er nämlich Drachentanz gemacht, damit könnte er uns nämlich dann fertig machen sonst. Und der Evolift, den kann er langsam auch mal abnehmen. Braucht er nicht mehr. Und jetzt machen wir einfach mal einen Spukball. Ja, und sonst X und Y habe ich jetzt eigentlich noch eine bessere Haltung. Was ich mir auch hoffe, ist, dass auch wieder die Story etwas tiefgründiger machen, so wie hier bei Schwarz und Weiß. Das hat mir nämlich auch besonders gefallen. Ja, auf dem Fazit noch, dann werde ich auch noch mal besonders drauf eingehen. Und nice, Level 37. Oder was doch, als auf Level 39 bin ich jetzt entwickelt. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, und sonst eigentlich... Ja, sonst habe ich jetzt eigentlich eine ziemlich gute Haltung zu X und Y. Und ich vermute mal, weiß nicht, vielleicht wird auf der E3 nochmal vieles dazu gesagt. Das vermute ich nämlich mal stark. Weil jetzt haben sie die, ja, es war ja so, die haben die News ja sehr früh rausgeholt, aber immer ziemlich langsam was dazu dann bekannt gegeben. Die wollten nämlich sehr viel Spekulationsfreiraum wohl diesmal lassen. Und es, ja, es sind auch schon ein paar Gerüchte ja auch aufgekommen, ziemlich, aber Gerüchte, wo ich sage, dass sie jetzt nicht wirklich stimmen würden. Zum Beispiel Attacken, die Attacken, die an zwei Typen gleichzeitig haben. Glaube ich nicht, dass sie das machen, weil da wären doch bestimmte. Der überlebt ist geil. Aber er ist schneller, oder? Mist. Zum Beispiel, wenn ich sag mal, eine Attacke ist vom Typ Feuer, Wasser und dann greifen Pflanzen-Pokémon an, dann ist das doch eh wieder neutral. Dann bringt das ja nichts. Das müsste sich ja mal so ein bisschen widersprechen, oder? Sonst kommst du dann nachher zu 16-fach, nicht zu 8-fach Schwächen. Das ist ja schon ein bisschen krank dann. Was aber. Wohl bekannt ist, es wird wohl tatsächlich einen neuen Typen geben, mindestens einen neuen. Es wurde zwar nicht offiziell bestätigt, aber man kann, aber na gut, eigentlich wurde schon davon bestätigt, weil nämlich der Typ von Felinara, also das neue Evoli, also die neue Form, hat nämlich gesagt, es soll wohl, es soll, glaube ich, keine, ich glaube, das soll gegen Eisresistenz sein, aber kein Kampf-Pokémon sein. Genau sowas war das. Das hat einen Stahl und es soll anfällig gegen Gift sein. Das heißt also, es kann kein Stahl-Pokémon sein, weil sonst wäre Gift ja wirkungslos. Und ja, Kampf-Pokémon ist es ja nicht, was ja viele vermutet hatten am Anfang. Und ja, jetzt ist noch vermutet, dass, dass es vielleicht dann ein Stahl-Pokémon ist, das eine. Ach nee, ein anderes Pokémon ist, das einfach eine gewisse Fähigkeit hat, dass es eine gewisse Resistenz hat oder eine gewisse Schwäche. Aber davon würde ich nicht ausgehen. Also ich gehe davon aus, ein ganz neuer Typ. Dann gibt es wieder welche, die sagen Doppeltyp. Würde ich nicht glauben, weil... Na gut, das wäre natürlich auch was Neues dann für eine Evoli-Form. Aber ich glaube, dass die wollen lieber erstmal die 17... Also das... Vor allem jedes Evoli, das sieht ja auch genauso aus wie der Typ, so von der Farbe her. Und das stellt, das vertritt ja den Typ ja so richtig. Das heißt, dieser neue Typ, ich tippe mal darauf, dass es Typ Licht sein wird. Weil das einfach so gut passt. Schwäche Gift, weil Gift ist auch so was Böses und Licht ist was Gutes. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass er da eine Schwäche gegen hat. Und Resistenz gegen Eis, weil Licht ist ja auch so was Helles, was Warmes. Kann ich, es passt auch gut, dass er eine Resistenz hat gegen Eis. Das passt einfach alles so gut zusammen. Und jetzt sind wir geowned, oder? Doch nicht.
Ah, komm, jetzt wechsle ich aber mal aus. Und dann kann Pikmin nochmal den Job machen. Also ich habe ja eh noch ein paar Beleber bei, wir werden auch vor dem Arena-Kampf nochmal ordentlich heilen. Ja, also hört sich schon interessant an. Auch die neuen Attacken, die schon angekündigt wurden, finde ich interessant. Da gibt es ja zum Beispiel eine, ich glaube eine Elektro-Attacke, die, ja, die saugen kann. Also die, ja, die macht Schaden und man bekommt KP dazu. Ach, nö. Ja. Toll. Was soll ich machen? Also das wird jetzt, glaube ich, nichts mehr. Werde ich jetzt sterben? Oder kann vielleicht 0001 Volt das Unmögliche möglich machen? Jetzt bin ich halt selbst ein bisschen verzweifelt, weil... Ja, oder soll ich mich von denen jetzt einfach besiegen lassen? Ja, okay, das war klar, der ist schneller. Ja, auch noch ein Volltreffer. Schade, hätte ja was werden können. Ich werde jetzt... Habe ich noch einen Top-Beleber? Bitte. Ja, ich habe noch zwei Stück. Ich werde jetzt nämlich Pikmin wiederbeleben, weil er hält ja eine Drachenklaue aus. Solange sie kein Volltreffer ist. Dann kann er es noch mit Durchbruch beenden. Oh, wie lame, ey. Naja. Dann eben so. Wenn es jetzt noch ein Volltreffer wäre, ja. Ist es aber zum Glück nicht. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dann noch zu sagen habe. Also es wird wohl in meinen Augen auf jeden Fall Typ Licht sein. Also das spricht schon so viel dafür. Also ich könnte mir jetzt auch nicht viel anderes noch drunter vorstellen, was da sonst noch kommen könnte. Vielleicht gibt es ja sogar noch mehr neue Typen. Also das will ich sagen, ich gehe mal kurz zum Pokémon Center und dann sehen wir uns an der Stelle dann gleich wieder. So, und mit gehalten Pokémon geht es dann auch an der Stelle weiter. Da kommen auch schon auf den nächsten Drachen drauf. Ah, und die hier steht da oben. Ich frag mich sowieso, wie diese ganze Struktur hier halten kann. Diese kleinen Plattformen. Das ist, als dass sie diesen Drachen halten. Ach genau, das muss dann immer hier runter. Das ist der Typ, der noch einmal gegen uns kämpfen will. Sehr schön. Ja, und sonst war ich ja eigentlich noch dabei zu sagen, was ich mir noch von Pokémon X und Y und so erhoffe. Also allgemein so die strategischen Moves, der mich ja schon sehr interessiert. Also einmal, dass diese Elektro-Attacke die absorbiert und selbst noch so eine Attacke, die kann halt habe ich das gerade schon erwähnt? Auf jeden Fall ist noch so eine Attacke, die kann noch Statuswerte senken und dann wird das Pokémon noch ausgetauscht. Habe ich aber, glaube ich, gerade schon gesagt, ne? Nein, ich habe keinen Alzheimer, keine Angst, aber ich habe es mir jetzt echt nicht eingeprägt. Oh, er kann nachtief. Kommt Maximalschaden. Jetzt holen wir den Maximalschaden raus. Ach komm. Aber der macht wenigstens eine Drachenklaue statt nachtief. Das ist gut. Und trotzdem wurde er besiegt. Seriously. Und ich schweife schon wieder ab. Komm, jetzt mach den fertig, mein Junge. Und er tut es. Ja, und zwar, also, wie ich schon sagte, Story erhoffe ich mir einfach, dass es auch strategisch auch schön neue Möglichkeiten gibt. Das finde ich schon mal geil, dass es jetzt auch so schon damit anfängt. Das glaube ich, dass es dir in der Seele wehtut. Ja, und auch einfach so, dass wieder viel Vielseitigkeit dabei ist. Vieles, das dann auch noch nach der Story machen kann. Also, dass man dass eigentlich langweilig wird. Also die Map, die hat man auch schon gesehen, die wird wohl auch verdammt groß sein. Also ich glaube, wenn auch das nächste Mal neue Infos kommen, dann werde ich auch, glaube ich, immer so ein schön langes Infovideo machen, wo ich nochmal richtig viel sagen werde, nochmal ein bisschen mehr Meinung dazu geben werde. Aber im Moment bin ich wieder ziemlich positiv darauf eingestellt. Weil, ja, die fünfte Generation war es auch geil. Jetzt hier, schwarz und weiß.
hat mich nur ein bisschen enttäuscht, dass man halt, ja, dass man halt nach der Story, da muss man kurz auch die Orte erkunden, aber wenn man das dann auch hat, dann gibt's halt nichts, wenn dann kommen so keine Wettbewerbe oder sowas, dann kann man echt nur noch, ja, man kann auch ein paar Pokémon fangen, man kann auch sein Team trainieren und halt nichts nebenbei mehr, das fand ich ein bisschen doof. Jetzt auch nicht so, ja, so eine Kampfzone und was gibt's jetzt ja da auch nicht mehr. Das hat mich höchstens ein bisschen gestört. Da hoffe ich halt, dass die X und Y dann sowas dann auch noch dann weiterhin wieder einintegrieren, wieder schön mit viel Vielseitigkeit auch nach dem Spiel. Das war ja auch der mein Hauptkritikpunkt an dem neuen Mystery Dungeon, dass man nach der Story halt nichts mehr, ja, dass keine Story mehr ist halt, also dass nach der Hauptstory, dass nichts Nebensächliches mehr kommt. Weil das ist gerade immer noch so Sachen, dass die haben also Story-Abschnitte, die ja nochmal zu einem neuen Dungeon geführt haben. Oder noch so Gründe, so warum man überhaupt zum Menschen als zum Pokémon verwandelt wurde. Ja gut, das, weil man das halt da schon sehr früh erfahren hat. Naja, aber ich wollte nicht, aber ich wollte eigentlich bei X und Y ja bleiben. Sonst, ja, das Team, das böse Team, das sollte auch so, also, ja, das Team Plasma hat mir sehr gefallen, also, ja, natürlich die Plasma, die Sache, wir werden Team Plasma auch nochmal begegnen, kann ich schon mal sagen. Und da, ja, es wird auch nochmal eine interessante Begegnung. Da könnte ich auch noch so ein Bild draus machen, wie Team Plasma eigentlich drauf ist. Also ich fand Team Plasma ist jetzt schon eigentlich das beste Team geworden. Jetzt auch durch die Ereignisse in Schwarz und Weiß 2, da haben die auch nochmal, haben man auch nochmal richtig was rausgehaut, so mit ihrem Plan und alles. Also das war schon auch geil gemacht, noch mit ja, bestimmten Sachen, die noch im ersten Teil eine Rolle spielten, haben sie dann nochmal übernommen. Was ich mir jetzt natürlich nicht wünsche, wäre jetzt wieder so ein X2 und Y2. Das bitte nicht. Schwarz und Weiß 2 fand ich jetzt richtig geil, die Idee, weil die Story war ja, die Sache endet ja auch ein bisschen offen. Und komm, ja, gut, war lebe ich noch sehr gut. Aber irgendwie war das auch andererseits ein bisschen Geldmacherei, weil man sich dann ja wieder zwei neue Spiele geholt hat, anstatt ein, dass man eine Spezialedition macht, das ist ja praktisch zwei Spezialeditionen. Aber dafür muss man auch sagen, dafür war ja auch richtig viel neuer Content dabei. Also da haben wir jetzt lieber anstatt eine Spezialedition, dass sie dann einfach direkt in X und Y und dann, dass sie dann einfach alles einbringen, was sie haben. Dann muss man dann nicht extra nochmal so eine Edition holen. Oder dass sie dann lieber dann dem Third Gen Remake nochmal arbeiten. Also wäre jetzt mal meine persönliche Ansicht, dass sie das lieber machen. Habe ich jetzt gerade Mist gemacht? Also da kann ich nicht weiter. Oder war das jetzt richtig so? Ach doch, das war richtig so, genau. Denn jetzt können wir nochmal diesen Schalter betätigen. Und dann dürfte der Kopf nämlich nach ganz oben dann gehen. Oder nee, erstmal zur Seite und danach geht er nach oben. Natürlich die Trainer muss man da auch nochmal besiegen. Und den Arena-Kampf hätte ich nicht mit reinnehmen, weil wir jetzt schon wieder... Ja, ich weiß nicht, jetzt habe ich da vorher noch einmal geschnitten. Ah, jetzt haben wir bestimmt so 28 Minuten schon. Ja, das ist immer viel zu viel, diese Parts. Immer diese halbe Stunden Parts. Aber wenn ich die nicht machen würde, dann schaffen wir ja auch nichts. Naja, aus dem Grund will ich ja auch kein Pokémon mehr Let's Playen. Also ist keine richtigen Editionen mehr. Was ich vielleicht machen werde, sind Fan-Editionen, weil ich will ja... Ich will nämlich RPG-Maker-Spiele ja LPen. Wer weiß, vielleicht fängt ja auch schon ein RPG-Maker-Projekt auch schon parallel dazu an, wenn dieser Part oben ist. Obwohl... Oder nee, erst kurz hier nach, würde ich sagen. Und dann werden auch dann teilweise auch dann Pokémon-Fan-Games vielleicht auch dabei sein. Aber jetzt keine ganze Edition mehr, weil... Ich habe gemerkt, lange Projekte... Sind zwar, ja, können zwar gut sein, aber will ich doch lieber ein bisschen die Finger davon lassen. Ja, auch Kingdom Hearts 358 or 2 Days ist jetzt auch ein sehr langes Projekt, wird ein sehr langes Projekt sein. Aber es ist, ja, aber das ist so eins, da kann man mehr kommentieren, da ist das nicht immer so das Gleiche. Da habe ich jetzt ein bisschen beruhigt, jetzt irgendwie, also Pokémon hat mich jetzt natürlich gefreut, ich will das unbedingt LP. Ich habe gedacht, so komm, machst erstmal ein paar andere Projekte, danach kannst du so ein langes Projekt wie Pokémon jetzt hier reinmachen.
ist denn der auch so entstanden? Doch, jetzt habe ich mittlerweile gemerkt, dass, ja, lange Projekte sind nichts. So für mich, also ich halte lieber mehr von kürzeren, weil ich war auch nicht wieder diese... Weil es ist einfach Pokémon, dieses Projekt, das geht jetzt circa 8, wenn der Part oben ist, vielleicht schon 9 Monate lang. Und es ist einfach im Moment bei mir so, ich habe einfach nicht immer die Zeit oder die Ruhe für diese LPs. So gerne ich die auch mache, aber wenn halt die wenn halt die Umgebung das nicht zulässt oder die Situation, weil so die Lage, sag ich mal, dann kann ich halt nichts aufnehmen. Und bei langen Projekten, wenn da schon mal diese 2 Wochen Pausen sind oder manchmal sogar Monate, bevor sie einen Monat lang gehen, das, ja, das will ja echt keiner. Ich selbst finde das ja auch immer scheiße, wenn man ins Haus lädt, aber wenn es halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Ich hoffe, das Katapult den jetzt killt, bitte. Nein. Ich habe auch überlegt, vielleicht nehme ich auch Karipas raus, weil, ja, der bringt es echt nicht, oder? Ich will gerne einen Capuno reinnehmen, weil das ist episch. Dann können wir noch mit Drachenklaue, können wir noch später Drachenklaue geben. Den würde ich auch noch weiterentwickeln, noch bis er seine zweite, ja, damit er noch was machen kann. Zu seiner letzten Entwicklung werden wir nicht kriegen. Auch wenn die verdammt episch ist. Ich muss auch sagen, es kommt ein Trikifalö auch in Mystery Dungeon vor, also in dem neuen. Und es spielt auch eine verdammt wichtige Rolle. Und was ich das sagen muss, den Charakter von diesem Trikifalö fand ich so verdammt geil. Aber ich gehe jetzt mal nicht genau drauf ein, weil, ja, wäre richtiger Spoiler. Mal wieder. Was hat so geile Charakterzüge? Zwar einerseits, ja, mal auch ein bisschen bedrohlich, aber auch ein bisschen lustig sogar, finde ich. Es ist schon ein cooles Pokémon in dem Spiel. Ansonsten, ja, ich kann ja doch noch ein bisschen was von PMD labern. Ansonsten fand ich ja auch, also was mir aufgefallen ist, fand ich auch so interessant, es gab ein paar gewisse Parallelen zum zweiten Teil. Denn es gibt nämlich zum Beispiel, ja, obwohl, das kann ich jetzt nicht sagen, sonst ist man direkt gespoilert. Das sage ich jetzt nicht. Aber es gibt ja so 2, 3 gewisse storymäßige Parallelen, die mir besonders ins Auge gestochen sind. Jetzt versuche ich mal mit Walzer ein bisschen zu streamen. Vielleicht klappt das ja. Wenn ihr das selbst schon so weit gezockt habt, dann habt ihr das bestimmt auch schon gemerkt, wenn ihr auch den zweiten Teil gut kennt. Aber dann müsst ihr auch schon Himmel gespielt haben, damit ihr auch wirklich alle Parallelen erkennen könnt. Und ihr müsst die Zusatzstory abgeschlossen haben. Weil da waren echt so ein paar Parallelen, die sind mir da aufgefallen. So ein paar Sachen, da dachte ich so, oh, das haben wir doch irgendwo her. Und, Mann. Scheiße. Vielleicht schafft es 9001 Volt ja nochmal. Obwohl, der andere hat der gerade Drachentanz gemacht? Weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht hat er so mit dem Reden beschäftigt, da habe ich jetzt gar nicht hingeguckt. Bitte nicht. Mann. Ah, dafür entwickelt es sich auch Level 39. War doch nicht 37, habe ich mich vertan. Ja, machen wir das gleiche Spiel wie gerade. Und wir verschwenden das letzte Top-Elixier, das wir vielleicht in der Pokémon-Liga oder so mal brauchen. Vielleicht ist das nämlich viel eher gebraucht. Ach, Top-Beleber meine ich. Und die kriegen wir ja nicht einfach so. Naja, komm, Pikmin, erledige ihn. Dieses Schafwachs, ey, das ist schon lame. Und ich glaube, die hat, glaube ich, noch einen Pokémon, oder? Oder hat der ja, keine Ahnung. Wolf, Theodora, wird schon eine sie sein. Ja, ich habe mich halt so aufs Reden konzentriert, habe ich jetzt gerade nicht so wirklich richtig jetzt auf die Umgebung jetzt geachtet. Ich habe jetzt wirklich nur geguckt, was ich jetzt so einsetze und sauber, Volltreffer.
hat es doch nochmal alles gerettet. Oh, der hat gerade ziemlich hohe Werte gekriegt. Und jetzt können wir dann nochmal weiter. Wohin? Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal hier drauf und... Ja, das wird bei mir so ein 35-Minuten-Part. Oh, ich hasse es. Auf jeden Fall, da kommen wir zu Lilia und im nächsten Part stellen wir sie uns, ihr. Ich werde nochmal kurz offscreen heilen gehen und dann im nächsten Part wird es dann das Battle gegen sie geben und den Anfang der Siegerstraße. Also dann Leute, bis zum nächsten Part und ciao.